Herzlich willkommen beim Prototyp von Kuno-Mehl. So startet Kuno-Mehl, wenn Sie den Prototypen installiert haben. In diesem Video zeigen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen des Prototypen, das, was er kann und was er noch nicht kann. Viel Spaß dabei! Kuno-Mehl ist die Alternative zu IncrediMail, welches im Anfang dieses Jahres eingestellt worden ist. Zum Beispiel gibt es, wenn Sie eine neue Nachricht schreiben, die Möglichkeit, eigene Briefpapiere zu verwenden. Um das Design dieser Briefpapiere zu ändern, können Sie auch animierte GIFs zum Beispiel einsetzen. Selbstverständlich lassen sich auch eigene Sounds hinzufügen. Auch das Design lässt sich ändern. Auch haben Sie die Möglichkeit, sich eine Sprachausgabe einzustellen. Sprachausgabe mit Microsoft Header Desktop. Es ist auch möglich, Tippgeräusche beim Verfassen einer E-Mail abspielen zu lassen. Und wenn Sie keine Nachricht verpassen wollen, haben Sie auch die Möglichkeit, sich das über einen Melder anzeigen zu lassen. Zurzeit stehen Ihnen zwei zur Verfügung, einmal Hansi und einmal Kuno. Es gibt allerdings auch ein paar Einschränkungen in der Prototyp-Version, die ja eigentlich nur zum Testen gedacht ist. Zum Beispiel kann nur ein E-Mail-Konto verwendet werden, ein zweites kann nicht eingesetzt werden. Der Spam-Manager ist noch inaktiv. Kuno-Mehl ist zurzeit nur auf Deutsch verfügbar, soll aber in mehreren Sprachen später verfügbar sein. Und der Prototyp selbst hat nur eine Funktionalität bis zum 31.12.2020. Es gibt aber einige weitere Funktionen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen, die das Programm jetzt schon kann. Wie gefällt Ihnen das Programm? Haben Sie es installiert? Schreiben Sie uns einfach mal dazu einen Kommentar unter das Video. Und wenn Ihnen unsere Videoserie gefallen hat, empfehlen wir Ihnen, uns zu abonnieren.